herzlich willkommen zum neuen Video von Preston Innovations. Wir sind hier heute an einem relativ großen Weiher mit einem guten Weißfischbestand. Dort wollen wir heute auf zwei, vielleicht auch drei Plätzen mit der Kopfrute versuchen, an den Fisch zu kommen. Wie das gelingt, das werdet ihr im Laufe des Videos erfahren. Ich habe heute vor, auf der 11,5 Meter Bahn zu fischen und hier ziemlich ufernah. Der Weiher hat einen sehr guten Bestand an Brassen, also auch Satzkarpfen. Aus dem Grund entscheide ich mich für ein fischmehlhaltiges Futter. Hierzu greife ich zu unserem sehr populären F1 Dark in Verbindung mit dem Super Crush Green. Das werde ich 50-50 auf der 11,5 Meter Bahn füttern und in Ufernähe werde ich unseren Mais und Hanf setzen. Das sieht dann so aus. So, kommen wir zur Startfütterung. Auf der 11,5 Meter Bahn werde ich 8 große Ballen von Hand füttern. In die 8 großen Ballen werde ich ein paar 4 mm Pellets zugeben und Maiskörner. Die Lebendköder in Form von Maden und Würmer werde ich 4 Ballen gezielt auf den Punkt kappen, um so eine höhere Bissquote zu erhalten. Auf der Marginbahn werde ich mein Mais und den Hanf peu à peu nachfüttern. Da fangen wir mal mit einem Poolcup voll an und je nach Beißverhalten werde ich halt entsprechend nachsetzen. Meine Startfütterung werde ich von Hand vornehmen. Hierfür klemme ich meine Rute in die Frontbar ein. Dazu kommt noch, dass ich die Mini-Extension, die ich während dem Angeln hinten auf der Rute draufstecken habe, fürs Füttern unten lasse. Das hat mehrere Gründe. Es ist heute sehr windig. Die Luft kommt auf mich zu. Deswegen soll der Futterplatz eher kürzer, also näher an mich sein, als dass er weiter draußen liegt und ich komme nicht mehr dran. Also fangen wir einfach mal an. Die 8 Ballen werde ich gestreut füttern. Es sind viele Fische zu erwarten. Das bedeutet, der Futterplatz soll relativ groß angelegt sein. Und kappen werden wir dann 4 weitere Ballen ordentlich mit Köder drin, dass sie auf den Punkt der Biss kommt. Das ist der erste Fisch des Tages. So kann es gerne weitergehen. So, der zweite Brassen ist jetzt auch im Netz. Die Fische haben so langsam den Platz gefunden. Richtig schönes Teil. Wir haben heute doch recht sehr starken Wind. Daher habe ich mich von Beginn an eigentlich für die schwere Montage entschieden. Komischerweise hatte ich aber kaum Bisse bekommen. Nun habe ich auf meine leichtere Montage umgestellt und konnte ziemlich zügig die ersten zwei Brassen fangen. So machen wir erstmal weiter. Und welche Montage ich angle, welche Schwimmer, das erzähle ich euch später. Ist das ein Apparat? Richtig schöne, kräftige Brassen und auch kampfstark, wie man sieht. Schon ein bisschen am Angeln. Ein paar Brassen konnten wir schon fangen. Als Hakeköder hat sich am besten herausgestellt ein Stück Wurm und eine Made fein eingehangen. Und ja, das bringt momentan den Fisch. Machen wir erstmal so weiter. Vielleicht können wir nachher noch mit dem Maiskorn auch mal noch einen Karpfen fangen. Mal sehen.
Die größte Herausforderung heute bei dem Angeltag ist der anhaltende Wind. Das bedeutet, ich habe richtig Probleme, meinen Köder überhaupt auf den Angelplatz zu bekommen. Die Montage muss eigentlich wirklich mit Schwung ausgeworfen werden und die Montage praktisch stramm gehalten werden, dass der Haken sich unter die Pose zieht. Wie das geht, zeige ich euch gleich mal. Aber hier noch erstmal die nächste Prasse. So, jetzt wollte ich euch noch zeigen, wie man bei der Luft am besten die Montage einsetzt. Ganz klassisch, wie eben schon gezeigt, beködert. Ein Stück Wurm mit Made. Die Schnur zwischen Schwimmer und Spitze habe ich auch relativ kurz gewählt, weil ich ja mein Futter relativ, also kürzer gesetzt habe, als ich angel. Ausschwingen mit genug Schwung. Dabei die Angel noch etwas oben halten, dass die Montage gestreckt absinken kann. Und das ermöglicht mir auch trotz Wind, dass der Haken praktisch wieder unter die Pose bzw. jetzt unter die Rutenspitze wandert. Egal von welcher Richtung jetzt die Luft kommt. So, und jetzt halt ganz zum Schluss die Montage langsam absetzen. So, wir haben von Beginn an auch auf der kurzen Bahn einen Futterplatz angelegt. Bevor ich jetzt diesen aber beangeln werde, werde ich jetzt draußen auf meiner Bahn, wo wir jetzt über den Tag verteilt eigentlich richtig gut Fisch gefangen haben, nochmal Futter nachsetzen, um die Möglichkeit zu haben, immer wieder auf den Platz zurückzukehren. Je nachdem, wie lange ich jetzt hier vorne in Ufernähe angel, werde ich auch immer wieder hingehen und draußen den Futterplatz stetig befüttern, um halt die Option weiterhin offen zu halten. So, kaum eingesetzt hier vorne auf meinem Marginplatz, ging auch schon die Pose unter. Hier vorne habe ich auch ein bisschen stärker montiert, um halt den Karpfen besser zu bändigen. Ah, richtig schöne Farbe, richtig schöner Spiegelkarpfen. Auch diese kapitale Rotauge hat den Marginplatz gefunden. Richtig schöne dicke Brasse. So, die Brassen kommen auch hier auf meinen Marginplatz. Oh, stillgehalten. Noch sehr lebendig der Bursche. Jetzt zeige ich euch mal noch, wie viel ich dort nachsetze. Wie gesagt, bevor ich auf den Platz gegangen bin, habe ich regelmäßig den ganzen Pool gehabt. Hanf und Mais nachgesetzt jetzt, wo ich drauf angel. Und das hat sich jetzt gerade die letzte Viertelstunde sehr gut bewährt. Fütter ich eigentlich nur ein Händchen voll nach. So werden wir jetzt erstmal weitermachen. Das bringt nämlich den Fisch. Der nächste Karpfen ist am Band. Auf meinem Marginplatz angel ich auch einen kräftigeren Gummi, als ich auf meiner 11-Meter-Bahn angel. Genau aus diesem Grund. Der 1,8er Hybrid wäre hier nicht ausreichend gewesen. Hier angel ich den grünen Holo. Der hat so 2,2 oder 2,3 mm. Der ist immer noch weich genug für auch die Brassen kurz zu fangen, aber hat immer noch genug Rückgrat für auch mal einen kapitalen Karpfen zu bändigen. Vor allem ist die erste Flucht von so einem Karpfen brachial,
Wenn ich jetzt den Karpfen nicht gebändigt bekommen hätte, liegt hier meine Rute griffparat, um aufstecken zu können. Das da ist ein richtig schöner Kerl. Was ich jetzt gerade so gesehen habe, schätze ich ihn auf 4 Kilo. Ullig. Aktiv, der Bursche. So, jetzt ist er im Netz. So, richtig schöner Kerl. So, kommen wir jetzt zu meinen verwendeten Montagen. Auf der 11,5 Meter Bahn sind es ungefähr 3,5 Meter Wassertiefe. Daher habe ich mich für zwei Posen entschieden. Einmal in 0,75 Gramm und einmal in 1,5 Gramm. Beginnen tun wir aber jetzt einmal unten beim Haken. Als Haken habe ich einen 16er SFL-Haken benutzt. Das bedeutet ohne Widerhaken. Für die Angelei komplett ausreichend, möchte ich jetzt mal so sagen, an einem natürlichen Gewässer. Die Vorfachlänge sind 15 cm. Jetzt kommen drei 8er Weißschrote, die ungefähr 10 cm und 7 cm auseinander sind. Und kurz oben drüber schon die Hauptbebleiung. Als Hauptschnur verwende ich eine 16er Akkupower. Die Pose verwende ich aus unserer Weißfischserie, das Modell Power. Die Pose bringt für die Angelei mehrere Vorteile mit sich. Zum einen die gut tragende Antenne und die vor allem gut sichtbare Antenne mit großen Ködern. Und noch viel ausschlaggebender für mich ist die Innenführung. Da wir auf große Fische angeln, kann es mit Posen ohne Innenführung passieren, dass eine Pose reißt, einreißt, aufplatzt und ja, das muss ja nicht unbedingt sein. Abschließend, der Gummi, benutze ich den 1,8er Hybrid für diese Angelei hervorragend. Die Brassen lassen sich super einfach ans Land bringen, aber dennoch genug Kraftreserve auch mal, um einen Satz Karpfen zu landen. Darüber hinaus habe ich während dem Angeln schon mal angemerkt, dass ich den Abstand relativ kurz gehalten habe. Der Grund ist der anhaltende Wind. Ich habe mein Futter ja bei der Mini-Extension am Handteil gefüttert und habe praktisch das letzte Stückchen noch weiter rausgeschoben zum Angeln. Und dann praktisch dieses kleine Stückchen kommt die Pose auf mich zu. Schuld ist halt der Wind. Und das bedeutet aber dennoch, dass der Haken optimal auf dem Futter liegt. Hätte ich jetzt hier einen Meter Schnur, würde das bedeuten, ich hätte mein Futter einen Meter kürzer setzen müssen. Die 1,5 Gramm Montage ist genauso aufgebaut, auch dieselbe Bebleiung. Während dem Angeln hat sich herausgestellt, dass trotz des starken Winds die leichtere Montage besser war und mehr Fisch gebracht hat. So, kommen wir jetzt zu meiner Margin-Montage. Hier habe ich eigentlich auf eine klassische Karpfenmontage zurückgegriffen, die ich auch so im Kapotrom verwenden würde. Verwendet habe ich hier vom Haken beginnend ein 16er GBM mit in 15 cm Vorfachlänge. Hauptschnur ist eine 18er Akkupower. Verwendet habe ich hier 8er Stotz, zwei Beißschrote im Abstand von 10 cm und unmittelbar oben drüber schon die Hauptbebleiung. Als Elastik habe ich einen 2,3 mm Hohlgummi gewählt. Das hat folgenden Grund. Wir angeln hier nur mit drei Teilen auf meinem Marginplatz. Das hat zur Folge, dass ein kapitaler Fisch, beispielsweise ein Karpfen, direkt in die Vollen geht, eine harte Flucht meistens ansteht und mit einem dünneren oder einem schwächeren Gummi könnte ich dem Fisch nicht genug Gegendruck geben, um den Fisch praktisch zu drehen und sauber keschern zu können. Abschließend ist zu sagen, dass unsere Taktik mit auf zwei Bahnen zu angeln voll aufgegangen ist. Gestartet haben wir auf der 11,5 Meter Bahn. Es hat zwar erst ein bisschen gedauert, bis die Fische den Platz gefunden haben, aber dort haben wir durch regelmäßiges Nachkappen von Futter mit Lebendködern in Form von Mard und Wurm regelmäßig vor allem Brassen fangen können. Leider ist auf der 11 Meter Bahn kein Karpfen oder sowas eingestiegen, aber umso erfolgreicher war dann auch noch die Marginbahn. Auf der Marginbahn mit dem Hanf und Mais konnten wir beides fangen, Brassen als auch Karpfen. Allem allem ein super Angeltag. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen.
Wenn ja, liked unser Video und abonniert unseren Kanal. Bis dann.